Hallo und herzlich willkommen bei der Stiftung für aktives Kommunalwesen. Wir wollen euch helfen, euch in öffentlichen Angelegenheiten zu engagieren. Dazu produzieren wir diese neue Videoreihe Bürgerbeteiligung NRW, in der wir euch die wichtigsten Werkzeuge vorstellen, die wir alle in öffentlichen Angelegenheiten benutzen können. Heute wird es darum gehen, wie ihr ein Bürgerbegehren bei eurem Stadt- oder Gemeinderat einbringen könnt. Abonniert die STAKO bei YouTube, wenn euch das Thema interessiert. Bei Fragen oder Vorschlägen schreibt uns einen Kommentar drunter. Und wenn ihr helfen wollt, Videos anschauen, teilen und ein Gefällt mir dalassen. Alle wichtigen Links, wie immer, in der Videobeschreibung. Kennt ihr den Willi schon? Hi Willi! Willi wohnt in einer ländlichen Gemeinde in NRW. Und ihn stört der schlechte Zustand der Fuß- und Radwege in seinem Dorf. Damit ist er nicht alleine. Viele seiner Bekannten und seine gesamte Nachbarschaft wollen auch, dass das Problem endlich gelöst wird. Alle bisherigen Anfragen und Bitten im Rathaus und bei den Mitgliedern des Gemeinderates waren erfolglos. Da wird auf die angespannte Haushaltslage verwiesen oder auf andere Prioritäten. Willi denkt sich, es muss doch einen Weg geben, wenn so viele für die Reparatur der Radwege und Fußwege sind. Und den Weg gibt's, Willi. Du musst nur genügend Leute finden, die eure Idee unterstützen und bereit sind, dafür zu unterschreiben. Das nennt man ein Bürgerbegehren und dieses Recht steht in NRW nach § 26 der Gemeindeordnung der Bevölkerung in allen Angelegenheiten der Gemeinde zu, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und zu denen kommen wir später, Willi. Ja, was kann Willi also jetzt machen? Erstmal heißt es Unterschriften sammeln. Ein Bürgerbegehren muss in Textform eingereicht werden, das heißt schriftlich. Elektronische Unterschriften sind nicht vorgesehen. Ob man diese Unterschriften jetzt persönlich einholt, Listen öffentlich auslegt oder im Internet zum Ausdrucken anbietet, das schreibt das Gesetz nicht vor. Ganz wichtig, Willi, jede Unterschriftenliste muss den vollen Wortlaut des Antrags enthalten. Es muss also auf jeder Liste erkennbar sein, wofür unterschrieben wurde. Zum Beispiel die Rad- und Fußwege in Willis Dorf werden unverzüglich instand gesetzt. Jede Liste muss außerdem bis zu 3 Wahlberechtigte benennen, die das Bürgerbegehren gegenüber der Kommune vertreten. In unserem Fall also Willi selbst und einer oder zwei seiner Nachbarn. Zu jeder Unterschrift müssen Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum angegeben werden, damit die Gemeindeverwaltung die Richtigkeit prüfen kann. Wie viele Unterschriften braucht Willi denn? Das kommt auf die Einwohnerzahl der Gemeinde an. Willi lebt in einer Gemeinde von 12.000 Menschen. Nach § 26 der Gemeindeordnung braucht er deshalb die Unterschriften von 9% der Wahlberechtigten. Dabei wird die Anzahl der Wahlberechtigten bei der letzten Kommunalwahl angenommen. In Willis Gemeinde waren 9.000 Menschen bei der letzten Kommunalwahl wahlberechtigt. Er bräuchte also die Unterschriften von 810 Wahlberechtigten. Die Unterschriften von Leuten, die nicht wahlberechtigt sind, dürfen natürlich nicht mitgezählt werden. Also nochmal, die aktuelle Einwohnerzahl entscheidet, wie viel Prozent der möglichen Stimmen man braucht. Es zählen alle Unterschriften derjenigen, die zum Zeitpunkt des Bürgerbegehrens in der Kommune wahlberechtigt sind. Für Willi, 12.000 Einwohner bedeuten 9%, und zwar 9% von 9.000 Wahlberechtigten, also 810 Unterschriften. Hat so ein Bürgerbegehren Grenzen? Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, zu denen ein Bürgerbegehren unzulässig ist, also nicht durchgeführt werden darf. Und die Ausnahmen sind in § 26 der Gemeindeordnung genannt und sollen die innere Organisation der Gemeindeverwaltung, die Rechtsverhältnisse der Ratsmitglieder und Bediensteten, die Haushaltsformalitäten, gesetzlich vorgeschriebene Zulassungsverfahren und die Bauleitplanung besonders schützen. Willis Begehren scheitert an keiner dieser Ausnahmen. Und wenn Willi 810 Unterschriften erfolgreich gesammelt hat, dann legt Willi die Unterschriftenlisten mit ein paar weiteren Unterlagen, Links in der Videobeschreibung, bei seinem Gemeinderat vor.
Rat und Verwaltung prüfen dann die Zulässigkeit und die Richtigkeit. Wenn alles in Ordnung ist, muss ein Bürgerbescheid, also eine Abstimmung, innerhalb von 3 Monaten durchgeführt werden. Und die Entscheidung wirkt dann wie ein Ratsbeschluss. Und wenn Willi die Anzahl der Unterschriften nicht erreicht hat, dann kann Willi vielleicht auf einen Einwohnerantrag zurückgreifen. Zu dem Instrument haben wir ein eigenes Video im Kasten. Und wenn Willis Bürgerbegehren nicht zugelassen wird, der Rat entscheidet über die Zulässigkeit des Antrags. Er prüft, ob eine der vorher genannten Ausnahmen vorliegt. In unserem Fall war das ja nicht so. Sollte der Rat den Antrag als unzulässig trotzdem verwerfen, kann Willi dagegen Widerspruch einlegen oder Klage einreichen. Spätestens bei der Klage braucht Willi dann rechtlichen Beistand. Die Kommunalverwaltung prüft nur die Angaben auf den Unterschriftenlisten und die Anzahl der Unterschriften. Wenn es hier zu Unstimmigkeiten und einer negativen Entscheidung kommen sollte, kann auch das im Widerspruchs- oder Klageverfahren überprüft werden. Wir hoffen natürlich, dass es für Willi gar nicht so weit kommen muss. Benutzt diese Anleitung gerne für eure eigenen Anliegen. Denn was Willi kann, könnt ihr auch. Hat euch unser Video gefallen? Können wir was besser machen? Dann lasst uns wissen und schreibt uns einen Kommentar. In den nächsten Videos stellen wir euch weitere Werkzeuge vor, mit denen ihr auf Politik und Verwaltung Einfluss nehmen könnt. Bis dahin, ich bin Bernd Züll und das hier ist die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Bleibt dabei und bleibt dran!